Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen hier bei der Tools. Ich weiß, es war ein langer Tag. Ich habe versucht, wenig Text und viele Bilder. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher zu verdauen. Und werde euch was erzählen über die Agile Remote Transition, wo es eben darum geht, wie kriegt man quasi einen Remote-Mitarbeiter oder Remote-Teams in einem agilen Kontext unter oder integriert. Genau, das bin ich, Paul Pasler, also hier so irgendwie. Ich bin seit 2012 bei Cybert Media und 3 Jahre davon war ich quasi co-located hier in Wiesbaden und bin dann eben 2015 wieder in die Heimat gezogen, auf die Schwäbische Alb, 250 Kilometer ungefähr entfernt und arbeite seitdem eben remote im Unternehmen. Genau, um was geht es heute genau? Zum einen, um was geht es denn überhaupt? Was bedeutet Remote? Und als nächstes dann, warum sollte sich eigentlich jedes Unternehmen zumindest mal mit dem Thema beschäftigt haben? Und wer eignet sich denn überhaupt als Remote-Arbeiter? Also es wird mit Sicherheit nicht für alle das Richtige sein. Und der Hauptpunkt dann, wie gestaltet man denn so eine Remote Einführung in dem Unternehmen, so dass sie dann auch nachhaltig ist und funktioniert. Genau, zum Ersten wollte ich gerne mal ein kurzes Stimmungsbild von euch einholen. Wer arbeitet denn 100% quasi nur im Büro? Mal kurz die Hände vielleicht. Okay, sind ungefähr 4 Leute. Gut, wer macht dann immer mal wieder Homeoffice? Gut, das ist fast die Mehrheit. Wer kann sich denn vorstellen, 100% tatsächlich nur zu Hause oder zumindest mal nicht bei der Firma im Büro zu arbeiten? Sehr schön, dann habe ich jetzt quasi 40 Minuten Zeit, um den einen oder anderen vielleicht doch mal so ein bisschen neugierig zu machen, ob das nicht doch was wäre. Genau, um was geht es überhaupt? Es geht nicht um die englische Remote-Fernbedienung, sondern wenn wir Wikipedia nach Remote-Arbeit befragen, werden wir weitergeleitet auf Telearbeit. Das ist so der alte Begriff dafür und bezeichnet eigentlich quasi Arbeitsformen, wo der Mitarbeiter eben nicht im Büro des Unternehmens arbeitet, sondern seine Aufgaben außerhalb verrichtet. Das klassische Homeoffice ist dann eben, wenn man das von zu Hause aus macht. Genau, dann gibt es verschiedenste Umfragen zu dem Thema. Die erste ist quasi eine, die unter Remote-Arbeitern durchgeführt wurde. Und 90% der Befragten, die remote arbeiten, sagen, sie wollen das bis zum Lebensende, also bis zum Karriereende quasi tun. Ist nicht verwunderlich, wenn jemand da keine Lust drauf hat, dann sucht er sich vermutlich einen neuen Job. Aber trotzdem, das heißt, die Leute, die remote arbeiten, sind damit scheinbar zufrieden. Genau, eine weitere große Umfrage unter 100.000 Entwicklern sagt, dass 10% dieser Leute quasi die Möglichkeit, überhaupt mal remote zu arbeiten, also Homeoffice oder eben Vollzeit-Remote, für 10% die wichtigste Eigenschaft ist, wenn sie nach einem Job suchen. Das heißt, 10% der Fachkräfte sehen die Remote-Geschichte als wirklich essentiell an. Die dritte, vielleicht auch nicht ganz offensichtliche Umfrage sagt eben, dass jeder Dritte, der remote arbeitet, das nicht von zu Hause macht. Also für mich war vorher remote eigentlich immer, ich sitze zu Hause und arbeite da. Aber es gibt eben auch andere Sachen mit Coworking Spaces oder in einem Café oder wie auch immer. Genau. Wie bei jeder Einführung und bei jeder neuen Sache gibt es natürlich Kritik und Bedenken. Wenn ich mit meinen Freunden spreche und sage, ich arbeite remote, dann kommt meistens erstmal so, boah, cool. Ja? Wenn die dann weiter drüber nachdenken, fällt ihnen ein, dass sie vermutlich
erstmal ganz spät anfangen würden zu arbeiten, weil sie irgendwie an der PlayStation oder am Fernseher hängen bleiben würden. Ja, das heißt, so diese gewisse Selbstdisziplin ist irgendwie ein Punkt. Das nächste ist dann, ich sehe ja meine Kollegen gar nicht. Ich bin ja allein quasi. Wenn man so in der klassischen Managementwelt guckt, dann ist häufig die Sorge der Vorgesetzten quasi so ein Kontrollverlust. Ja, wenn jemand halt nicht mehr physisch greifbar ist, dann hat man eben nicht mehr so die Kontrolle über denjenigen. Aber auch im agilen Umfeld gibt es quasi Bedenken. Als ich damals 2015 dann den Entschluss gefasst hatte oder unser Team den Entschluss gefasst hatte, dass ich remote arbeiten würde, gab es schon auch Stimmen, die gesagt haben, naja, wenn derjenige dann nicht mehr co-located sitzt, geht so ein bisschen dieses Wir-Gefühl flöten. Sei es im Team oder auch im ganzen Unternehmen. Wenn die Leute halt überall verteilt sind, gibt es nicht mehr so dieses Wir-Gefühl. Manche sagen sogar, Remote-Arbeit wäre unagil. Deswegen befragen wir doch die Quelle, den Heiligen Gral, das Agile Manifest. Und da war ich dann erst enttäuscht, weil hier eben steht, die effektivste und effizienteste Methode, Informationen innerhalb eines Teams zu übermitteln, ist das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Also sprich, so wie wir jetzt sitzen, wie wir miteinander sprechen könnten. Ja, da könnte die Remote-Geschichte schon vorbei sein, wenn wir das wirklich auf physisch zwei Leute stehen nebeneinander und sprechen miteinander sehen würden. Aber es gibt einen zweiten Punkt im Agile Manifest. Da steht eben, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie benötigen. Ja, und wenn eben mein Umfeld als Remote-Arbeiter halt ist, ich sitze 250 Kilometer weg, dann muss ich halt Rahmenbedingungen schaffen, dass das trotzdem auch funktioniert. Also auch das Agile Manifest sagt jetzt nicht, nö, das geht überhaupt gar nicht. Genau, welche Unternehmen machen denn Remote-Arbeit oder bieten das an? Es gibt erstmal Unternehmen, die sehen das mittlerweile kritisch. Die stellen ihre Remote-Programme ein und holen die Leute wieder zurück in die Konzerne. Dazu gehört Yahoo, Bank of America, IBM. Yahoo hat sich davon beispielsweise versprochen, dass die Leute eben wieder mehr und besser zusammenarbeiten, weil sie eben miteinander quasi direkter im Austausch sind. Aber es gibt auch andere Beispiele wie Amazon, Salesforce oder SAP, die in einer Top 100 der besten Unternehmen für Remote Jobs arbeiten. Ja, Entschuldigung. Ich wollte mal ganz kurz zu diesen drei Unternehmen bei der Bank of America, weiß ich es nicht. Aber Yahoo und IBM haben ja wirtschaftlich mit ihrem Geschäftsmodell in den vergangenen Jahren große Probleme gehabt. Und was ich jetzt so in Blogs gelesen habe, ist, dass zum Beispiel als die Minister Mayer, damals die Vorstandsvorsitzende von Yahoo, sozusagen das gesagt hat, komm mal wieder zurück, haben sehr viele Yahoo-Mitarbeiter, sehr hoch ausgebildete Softwareentwickler, gesagt, wisst ihr was? Wenn ihr nicht wollt, dass ich remote arbeite und jetzt umziehe, dann kündige ich einfach den Job und gehe woanders hin. Und das war meines Erachtens, zumindest bei Yahoo und IBM, eine große Triebfeder auch für diese Maßnahme. Das sagten zumindest diese Blogs, was ich für sehr plausibel halte. Das heißt, die sehen gar nicht die Remote-Arbeit kritisch, sondern das war einfach eine gute Möglichkeit, um sehr viele Leute loszuwerden. Aber weiß nicht genau, ob das... Also tatsächlich hat ein Manager eben gesagt, wir holen die Leute zurück, um quasi wieder so eine gewisse Agilität in unsere Unternehmenskultur zu kriegen. Die waren der Meinung, Agilität kommt durch Co-Location. Ja, Yahoo hat jetzt nicht seit dieser Maßnahme mega Erfolge gefeiert, insofern war das vielleicht auch ein Trugschluss. Auf jeden Fall gibt es da eben gewisse unterschiedliche Ansichten zu dem Thema Remote. Wir werden mal sehen, welche Probleme es da gibt und wie man die lösen könnte. Genau, das führt uns zum Punkt, warum sollte man sich denn überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Zum einen hat es natürlich für mich als Remote-Arbeiter gewisse Vorteile. Wir sehen hier einen klassischen Stau.
den vielleicht viele von euch beim Pendeln auch kennen. Ich weiß nicht, wer von euch braucht jeden Tag hin und zurück mehr als eine halbe Stunde zur Arbeit? Mehr als eine Stunde vielleicht? Jetzt haben nicht ganz so viele geschreckt, mehr als eine Viertelstunde? Okay, also selbst bei einer Viertelstunde, wenn man es mal auf einen Monat oder ein Jahr dann hochrechnet, bleibt da einfach viel Zeit auf der Straße. Plus eben Sachen wie Stau oder wenn man mit dem Öffentlichen fährt, eben mal die Bahn kommt nicht, der Bus kommt nicht. Ja. Also das ist mit einem gewissen, auch mit Problemen verbunden. Das nächste für mich natürlich als Remote-Arbeit ist, dass ich mein Alltag und mein Berufsleben viel besser koordiniert kriege. Also ich muss nicht sagen, ich muss meine Termine irgendwie außerhalb legen, wenn ich wieder da bin von der Arbeit, sondern ich kann halt theoretisch auch einfach mal eine Stunde Pause machen und dann eben was anderes tun. Das ist Fluch und Segen, das sei mal soweit auch gesagt. Aber was wirklich das Wichtigste ist, hier ein bisschen pathetisch ausgedrückt vom Jeff Sutherland, der Mitbegründer von Scrum, das Herz von Scrum ist Rhythmus und da geht es eben dann auch um den Arbeitsrhythmus, ja, der für jeden wahrscheinlich individuell ist, aber dieser Rhythmus lässt sich halt oft erreichen, wenn man quasi einfach Ruhe hat und im Tunnel arbeiten kann, wenn man sich auf eine Aufgabe konzentrieren kann. Und ein weiteres Zitat von Jason Fried und David Heinemeier-Hansen, die sehr viel in dieser Remote-Richtung unterwegs sind und ihr Unternehmen quasi auf diesem Konzept irgendwie auch aufgebaut haben. Die sagen halt, dass das Büro mittlerweile der letzte Ort ist, wo ich sein will, wenn ich wirklich konzentriert an irgendeiner Aufgabe arbeiten will, weil Büros quasi, die nennen das Störungsfabriken sind. Und ich habe einen Kollegen, der auch remote arbeitet, der quasi gesagt hat, er ist ungefähr auch einmal im Monat quasi im Büro für 2 Tage und wenn er wieder zurück ist, kann er eigentlich die Arbeit, die er in diesen 2 Tagen gemacht hat, gerade nochmal machen. Also es war ein bisschen überspitzt und es war auch ein extremer Tag, aber dadurch, dass halt so viel Störungen waren, so viel Ablenkungen, hat er sehr viele Fehler gemacht, die er dann quasi den Tag drauf irgendwie ausbügeln musste. Also das heißt, für mich als Remote-Arbeiter kann ich eben alle Störungen, soweit es geht, einfach ausschalten und mich auf meine Aufgabe konzentrieren und fokussieren. Aber es hat auch Vorteile für das Unternehmen selbst. Es ist nicht nur so, dass der Arbeiter davon profitiert, sondern eben auch das Unternehmen. Wir sehen hier so ein paar Arbeitsplätze. Jeder Remote-Arbeiter, der quasi außerhalb arbeitet, der muss quasi nicht mit einem eigenen Schreibtisch in einem Büro versorgt werden. Das heißt, ich brauche deutlich weniger Platz. Auch wenn ich ein flexibles Sitzplatzkonzept habe oder was auch immer, ich brauche in Summe weniger Schreibtische zum Beispiel. Das nächste ist, dass mein Einzugsgebiet für Fachkräfte deutlich steigt. Wenn ich quasi nur Leute suche, die im Umkreis irgendwie quasi wohnen und bei mir dann arbeiten möchten als Firma, ist mein Einzugsgebiet viel kleiner, wie wenn ich quasi deutschlandweit suchen kann oder europaweit oder sogar weltweit. Insofern, gerade in Technologieballungszentren, wo Fachkräfte sowieso dann von allen Seiten irgendwie gezogen werden, kann ich dann eben mir jemanden aus einer vielleicht eher strukturschwacheren Region eben nehmen, wo dieser Konkurrenzkampf nicht so stark ist. Aber wer eignet sich denn zum Remote-Arbeiter? Das habe ich für mich quasi mal so beantwortet, wie was 3 Punkten, die für mich essentiell sind. Das ist zum einen eine gewisse Selbstorganisation. Also ich muss morgens quasi aufstehen, ich muss gucken, dass ich irgendwie meinen Tag eingeteilt bekomme und sag mal Störungen, die durch mein privates Umfeld irgendwie da sind, auch irgendwie ausblenden können oder zumindest mal so reduzieren, dass sie nicht meinen Arbeitsalltag quasi betreffen.
Das heißt für mich eben, dass ich einen klar strukturierten Tag habe. Das macht vielleicht jeder auch anders, aber für mich heißt es halt irgendwie bestimmte Zeit aufstehen, meine Sachen arbeiten und dann Feierabend machen. Als würde ich quasi ins Büro gehen, nur ohne halt zu gehen. Das zweite ist Teamfähigkeit. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch. Ich gehe quasi aus einem Teambüro raus und arbeite in meinem Zuhause. Kann aber in einem Scrum-Team, in dem ich arbeite, bin ich kein Einzelkämpfer, sondern ich muss dafür sorgen, dass meine Teamkollegen und ich weiterhin gut zusammenarbeiten. Insofern ist es extrem wichtig, dass kein Team im Team entsteht. Das dritte ist Kommunikativität, schwieriges Wort, aber was es meint, ist letztendlich, ich muss meine Bedürfnisse eben über einen digitalen Kanal so rüberbringen können, wie wenn ich quasi vor der Person stehe, mit der ich gerade mich unterhalte. Also ich darf nicht in so eine Stille verfallen, weil das eben auch dazu führt, dass ich vom Team so ein bisschen separiert werde. Genau, jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Wie macht man das jetzt, dass das auch wirklich gut funktioniert? Als wir damals angefangen haben, bei uns die Remote-Geschichte irgendwie zu etablieren oder anzustoßen, gab es eben auch unternehmensintern einige... Was trinken? Einige Stimmen, die durchaus skeptisch waren und eigentlich gesagt haben, wir wollen keine Remote-Firma werden. Wir wollen dieses Auseinanderfallen irgendwo, wollen wir nicht haben. Andere sagten dann wieder, naja, klappt sowieso nicht, gibt technische Hürden, gibt organisatorische Hürden, gibt rechtliche Hürden. Und wir haben uns darum für einen Weg entschieden, quasi mit maximaler Transparenz und auf Experimentbasis dieses Ganze eben durchzuführen, zeitlich begrenzt. Erstmal, um einfach quasi diese Ängste, die dann auch Kollegen hatten, irgendwie abzubauen. Dazu haben wir dann eben angefangen, in sehr kleinen Schritten und Iterationen zu arbeiten. Das heißt, im ersten Schritt war das eben, dass ich, solange ich hier noch in Wiesbaden gewohnt habe, einfach mal einen Tag Homeoffice gemacht habe. Dann vielleicht mal zwei Tage am Stück Homeoffice. Und da sind schon erste Schmerzpunkte aufgetaucht, die wir dann eben direkt wieder in der nächsten Iteration lösen konnten und eben aber auch immer das ganze Unternehmen mitgenommen haben. Genau. Das kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Das ist aus Scrum, die Sprint-Retrospektive, wo es eben darum geht, den Sprint quasi Revue passieren zu lassen, um zu gucken, was war gut, was war schlecht, was können wir verbessern. Und genau das Gleiche haben wir angewandt für diese Remote-Geschichte. Wir haben uns überlegt, wie hat die Zusammenarbeit in den letzten zwei Wochen eben funktioniert, wo gab es Hürden und wo gibt es eben Potenzial, was wir verbessern können. Und ja, es gab Hindernisse. Beispielsweise, was relativ offensichtlich ist, es gibt bestimmte arbeitsrechtliche Dinge, die es zu klären gibt. Es gibt steuerliche Dinge, die man vielleicht abklären muss. Und da ist es eben gut, wenn man frühzeitig die Akteure irgendwie ins Boot holt. Also sprich die Personalabteilung, wenn es eine Rechtsabteilung gibt, die Rechtsabteilung, den Betriebsrat. Also alle Akteure, die irgendwo mit rechtlichen Dingen zu tun haben, eben frühzeitig einfach mal zu interviewen. Habt ihr da Erfahrung oder seht ihr da irgendwelche Probleme, um da frühzeitig eben dann drauf reagieren zu können? Selbiges gilt für die technische Infrastruktur. Es müssen natürlich alle Systeme verfügbar sein, die ich für mein alltägliches Arbeiten brauche. Das war bei uns nicht unbedingt gegeben. Wir hatten zwar ein VPN, aber da lagen eben nur ganz bestimmte Systeme drin.
Und für mich als Entwickler war es eben wichtig, dass ich auch auf andere Systeme Zugriff kriege. Das hat sich aber relativ schnell gezeigt in den ersten Wochen, wo ich dann mal 1-2 Tage oder auch mal 3 Tage Homeoffice gemacht habe, weil irgendwann habe ich diese Systeme mal gebraucht. Und dann konnte ich zur IT gehen und sagen, hört mal, ich kam auf dieses System nicht drauf, und dann haben die das freigeschaltet. Bis wir jetzt an dem Punkt sind, wo bei uns jeder Mitarbeiter eigentlich grundsätzlich im VPN sein muss, um unsere Services zu nutzen, auch wenn er im Büro sitzt. Der andere Punkt ist die Hardware. Ist natürlich mit so einem Laptop oder mit einem Tablet oder so deutlich angenehmer, dann von zu Hause zu arbeiten, als mit einer Working Station, weil ich da dann halt quasi bei mir zu Hause halt an den Schreibtisch gebunden bin. Mit dem Laptop kann ich in Coworking Space gehen, kann ich ins Café sitzen oder wo ich eben gerade möchte. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, es gibt auch für das Teambüro gewisse Dinge, die hilfreich sind. Da kommen wir später noch dazu. Aber solche Sachen kann man letztendlich vorher auch schon in dieser Evaluationsphase irgendwie rausfinden, was da notwendig ist. Dann ganz wichtiger Punkt, Kommunikation. Ja, also jeder, der schon mal ein Online-Meeting mit seinen Kollegen hatte vermutlich einen Großteil schon, hat gemerkt, dass es da gewisse Probleme gibt. Beispielsweise das Bild hakt, der Ton kommt nur unvollständig an. Aber es gibt auch so eine gewisse Hemmschwelle, irgendwie einem anderen ins Wort zu fallen oder sag mal, beide fangen gleichzeitig an zu sprechen. Also es ist tatsächlich auch was zum einen ein technisches Problem ist, zum anderen aber auch eine Übungssache quasi. Also mittlerweile fällt es mir nicht mehr so schwer, einfach dann weiterzureden, auch wenn ich merke, der andere hat auch gerade angefangen. Ja, weil es halt einfach so normal wird irgendwo. Bei der Kommunikation ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass man sich quasi überlegt, wie wird denn welches Thema auch kommuniziert? Also was sind meine Kanäle? Welche Information muss überhaupt übermittelt werden und welche Information ist vielleicht gar nicht so wichtig? Wie lange müssen Informationen irgendwie vorgehalten werden? Das sind alles Sachen, die sich nicht vorab komplett alle auf eine Liste schreiben lassen, die eben dann auch iterativ irgendwie entstehen. So, dann kommen wir mal noch zu einer kleinen Sammlung Best Practices, die bei uns im Team einigermaßen gut funktionieren, die aber auch quasi agil immer wieder hinterfragt werden und dann auch verbessert werden. Das eine ist, heißt hier, feel the pain. Das heißt, da ich ja der einzige Remote-Arbeiter bin bei uns im Team, haben die anderen überhaupt gar nicht den Schmerz, den ich vielleicht habe, wenn ich quasi außerhalb sitze. So, insofern macht das Sinn, dass auch die Teammitglieder, die co-located sitzen, immer mal wieder auch ins Homeoffice gehen, für 1-2 Tage, um einfach mitzubekommen, wie ist das denn, wenn ich quasi ganz weit außerhalb sitzt. Wie ist die Qualität in Online-Meetings? Kriege ich alle Informationen, die ich brauche? Funktioniert die Kommunikation? Ja? Das sind alles Sachen, wenn ich die mal am eigenen Leib erfahren habe, dann gehen die quasi nach 2 Tagen wieder ins Büro und sagen, hier, das war totaler Mist, da müssen wir was machen. Und entwickeln quasi auch eine Eigenmotivation, das dann auch quasi eben zu verbessern. Oh, bin ich zurückgerutscht. Klare Absprachen ist ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, weil geht so ein bisschen in die Richtung der Kommunikation, wo eben klar ist, welche Kanäle gibt es und welche Informationen werden wo geteilt. Da geht es aber auch noch weiter, zum Beispiel darum, wie kriege ich denn mit, dass der Remote-Arbeiter gerade anwesend ist. Bei uns heißt das, wenn ich morgens anfange, ich bin im Chat drin und schreibe einfach mal guten Morgen. Ja, ist relativ simpel, aber dann weiß jeder, der kommt, ah, okay, der Paul ist schon da. Oder wenn ich dann eben mal für eine Stunde weg bin, sage ich, bin jetzt mal eine Stunde weg. Das sind alltägliche Sachen, wenn ich mit den Leuten im Büro sitze, sehe ich, dass derjenige nicht da ist. Aber dass ich nicht da bin, sehen die halt nicht im Zweifel. Deswegen heißt es eben einigermaßen
solche Dinge abzusprechen, um dann einfach auch Klarheit zu haben. Eine weitere Absprache, die wir haben, sind regelmäßige Besuche im Büro. So wie heute quasi, bin ich quasi jetzt für 2 Tage hier angereist und arbeite dann quasi mit meinem Team, eben co-located, und fahre dann wieder nach Hause und bin dann 4 Wochen quasi wieder remote. Das ist tatsächlich ein Faktor, der nicht zu unterschätzen ist, weil selbst mit den ganzen Online-Meetings und technischen Geschichten, es ist einfach was anderes, wenn ich mit jemand tatsächlich face-to-face irgendwie mich unterhalten kann oder einfach auch nur denjenigen körperlich irgendwie sehe. Ja? Insofern funktioniert das für uns ganz gut, wenn wir alle 4 Wochen eben diese Meetings in real life irgendwie haben. Was wir jetzt erst in letzter Zeit tatsächlich wirklich implementiert haben, ist eine Standleitung ins Büro. Wir haben in unserem Teambüro einen großen Fernseher stehen mit einer Webcam. Da ist quasi ein Meeting die ganze Zeit geöffnet und ich kann quasi joinen, wenn ich da bin. Das war gar nicht so unwichtig, weil es viel Kommunikation gibt, die mich zwar nicht direkt betreffen, die aber an sich interessant sind für mich oder wo ich dann doch auch mal in ein gewisses Gespräch einfach einhaken konnte. Bevor wir diese Standleitung haben, war es teilweise so, es wurden Entscheidungen getroffen, die wurden auch diskutiert, vielleicht eine halbe Stunde lang, eine Stunde lang im Teambüro, und ich habe letztendlich das Ergebnis nachher im Chat beispielsweise bekommen und mich dann gefragt, ja Moment, aber da könnte man doch das oder könnte man doch das. Und dann hatte ich letztendlich Fragen gestellt, die schon lange in dieser vorherigen Diskussion mehrfach gedreht wurden. Und bei mir entstand dann der Eindruck, scheinbar bin ich der Einzige, der mit dieser Lösung irgendwie, der da Bedenken hat oder der da Anmerkungen dazu hat. Die anderen sind sich scheinbar einig. Und durch diese Standleitung bekomme ich diese Diskussion halt von Anfang an mit, kann mich einschalten, aber habe aber zumindest mal den Weg dahin mitbekommen. Also diese passive Kommunikation ist nicht zu unterschätzender Faktor. So, sieht man leider schlecht. Also hier wären eigentlich noch Leute. Das ist eine Retro bei uns. Und da sitze ich quasi im kleinen Bildschirm. Fazit ist letztendlich, wir haben diese Remote-Geschichte eigentlich nur so richtig erfolgreich hinbekommen, weil das Team sich ganz, ganz bewusst dafür entschieden hat, das zu machen und motiviert ist, das umzusetzen. Also es funktioniert nicht, wenn das Team dann sagt, müssen wir schon wieder das Laptop mitnehmen wegen dem Meeting, eigentlich nervt uns das nur, dann funktioniert es nicht. Ja? Dann wird halt mal das Laptop vergessen. Und dann bin ich halt nicht dabei beim Meeting. Also es ist tatsächlich was, wo alle Beteiligten mitmachen müssen und auch eine gewisse Motivation haben, quasi mich als Remote-Arbeiter irgendwo eben mit zu integrieren. Bei uns funktioniert das. Also unser Scrum Master hat da wirklich auch ein Auge drauf, dass ich mich auch immer wieder in diese Standleitung einschalte, um einfach diesen Faden nicht abreißen zu lassen. Genau, also bei uns hat diese Remote Transition funktioniert, auch wenn immer noch kleinere Stellschrauben da sind, an denen wir halt auch drehen, aber das bringt dann vermutlich, also wir werden nie den Idealzustand erreichen, vermutlich. Gut. Dann vielen Dank erstmal und jetzt bin ich gespannt auf eure Fragen und Anmerkungen. So, jetzt läuft da jemand mit dem Mikrofon rum. Wie bekommst du denn mit, dass da eine Diskussion gerade stattfindet? Dann? Also du bist ja nicht ständig in der Standleitung drin und guckst, was die Kollegen im Büro treiben, oder? Das ist genau der Punkt. Ich versuche das tatsächlich zumindest mal in den Kernzeiten zu erreichen, dass ich in der Standleitung drin bin.
Ja, aber was heißt das konkret? Du hörst dann zu, was da im Büro gerade geredet wird? Konkret heißt oder? Das, ich habe eine Webcam, die hier ungefähr steht und die quasi den Raum sieht. Und ich bin im Fernseher drin. Also das heißt, ich sehe natürlich, also in unserem Teambüro sehe ich meine Kollegen und höre dann eben auch, was sie miteinander sprechen. Also so, wie wenn ich quasi an einem Schreibtisch mit in dem Büro sitzen würde. Okay. Also ich habe mal eine Frage auch zu dieser Standleitung. Ich habe in meinem Team, die Hälfte des Teams sitzt bei mir im Büro oder in einem Nachbarbüro und drei Leute sitzen in Bury, also in England. Wir haben auch schon mal überlegt, so Standleitungen zu machen. Der Haupteinwand, der bei uns dann immer kommt von anderen Leuten, ist Datenschutz. Weil natürlich haben wir haben Fernseher im Büro, da machen wir die ganzen Meetings drüber, Retro, funktioniert auch einigermaßen. Nur wenn dann irgendjemand kommt, wenn dann der Vorschlag kommt, ja, wir könnten das ja die ganze Zeit anlassen und die Kamera auch die ganze Zeit anlassen, dann übertragen wir ja praktisch die ganze Zeit, was so in dem Büro passiert. Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, dass das irgendwie datenschutzrechtliche Gründe haben könnte oder also dass es Probleme geben könnte? Also letztendlich sehe ich diese Standleitung nicht schlimmer als ein Meeting über Video zu übertragen. Auch da werden im Zweifel sensible Daten übertragen. Und es ist ja nicht so, dass das irgendwie eine Blackbox ist. Also der Fernseher unterhalb der Webcam zeigt ja ganz genau, dass hier gerade irgendwie ein Meeting stattfindet. Und die Leute, die zu uns in den Teambereich reinkommen, die wissen das auch. Jetzt ist irgendwie aus. Das heißt also, die Kamera überträgt nicht die normale Arbeit der Leute, sondern nur, wenn sie in den Einzugsbereich der Kamera treten und sich da zu besprechen, dann siehst du sie auch. Nein, also ist tatsächlich ungefähr so dieser Blickwinkel. Jetzt hast du gesagt, dass du auch remote arbeitest, weil du gern fokussiert arbeiten willst. Ist die Standleitung dann nicht aber da kontraproduktiv dafür? Ja, die Standleitung im Unterschied zu, ich sitze wirklich hier am Schreibtisch, ist natürlich abschaltbar. Okay. Also wenn ich sage, jetzt möchte ich tatsächlich mal eine Stunde in den Tunnel, ja, dann kann ich im Chat schreiben, hier, ich bin jetzt mal eine Stunde weg und kann dann in Ruhe arbeiten. Das ist so der Unterschied. Du hast ja schon in der Firma vorher gearbeitet und hast dich entschieden, remote zu arbeiten. Habt ihr Erfahrung auch mit neuen Kollegen, die jetzt gerade angefangen haben, aber komplett remote? Wie macht ihr denn das? Haben wir nicht gemacht bisher. Nee. Tatsächlich war es jetzt immer so, dass es Leute waren, die hier schon waren und dann aus privaten Gründen oder was auch immer quasi umgezogen sind und dann eben remote weiterhin für Cybert Media gearbeitet haben. Aber also aus meiner Warte würde ich sagen, es ist trotzdem wichtig, dass man diejenigen natürlich mal in echt irgendwo kennengelernt hat. Vielleicht mal zumindest mal dann auch, dass sie mal eine Woche vor Ort sind oder so. Also ich glaube, dieses persönliche Kennenlernen kann nicht komplett weg durch irgendwelche Dinge vermieden werden oder sollte nicht vermieden werden. Jetzt hast ja, okay. Ah, okay. Jetzt hast du ja gesagt, du bist der Einzige, der das macht. Was passiert denn, wenn jetzt alle sagen würden, ich mit Remote arbeiten? Glaubst du, das würde funktionieren? Tja, wir würden das inkrementell Schritt für Schritt ausprobieren. Du meinst jetzt, dass ein Team quasi sagt, wir verstreuen uns jetzt in alle Winde. Ja, wäre natürlich eine neue Situation, müssen wir ausprobieren. Aber es gibt, vorher hatte ich es gesagt, die Firma Basecamp, die quasi ihre ganze Firma auf diesem Konzept ja auch aufgebaut haben, die quasi zu den Anfangszeiten nie ein Büro hatten, wo alle verteilt gearbeitet haben. Ja, also das funktioniert grundsätzlich. Ist die Frage, wie man es dann umsetzt.
Eine Frage, wie verhält es sich in den Meetings selbst, wenn jetzt das ganze Team co-located sitzt und du sitzt als Externer quasi im Bildschirm? Ist es dann eher so, alle gucken auf den Bildschirm und sprechen dich an? Ich habe eher so auch die Erfahrung gehört, sobald einer nicht vor Ort ist, dann sollten eigentlich sich alle auf das gleiche Medium konzentrieren und sich auch jeder selber ins Telefonnetz einwählen. Haben wir so nie gemacht. Ich glaube, das ist einfach auch eine Übungssache oder eine Sache, an die man sich gewöhnt. Also mittlerweile habe ich gar nicht mehr das Gefühl, dass ich irgendwie so außerhalb sitze, weil wir, sag mal, vom Kamerawinkel oder so sieht es fast so aus, als sitze ich quasi mit im Meeting. Insofern ist es irgendwie was dann so über die Zeit Normalität wird, ohne dass dieser Systembruch gar nicht so krass zu einer Sonderbehandlung führt. Ja. Und habt ihr den Bildschirm jetzt, wo du dann erscheinst im Meetingraum, dann auch auf dem Tisch stehen oder hängt der noch irgendwo groß an der Wand? Wie sieht das dann konkret aus? Nee, es ist ein Fernseher, der quasi auf einem fahrbaren Untersatz eben steht. Das heißt, er wird dann halt an den Tisch irgendwie dran gefahren, sodass es halt mit der Kamera dann auch passt. Und ganz neu haben wir jetzt quasi begonnen, auch noch ein Tablet zu besorgen, das dann tatsächlich mit auf dem Tisch stehen könnte. Ja. So, wenn es dann keine weiteren Fragen gibt, scheint nicht der Fall zu sein, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch schönen Abend noch, einen guten Heimweg, wie auch immer. Ja.